Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Mein Mentor, der Dr. Heinz Reinwald, mit ihm habe ich vor kurzem eine Sendung gemacht, wo wir einfach mal in die Breite und in die Tiefe die Entgiftung angeschaut haben. Warum müssen wir die machen? Und warum kann man es nicht einfach so ab der Stange machen, sondern dass es dahinter immer ein Konzept sein muss? Denn man kann auch mit einer Anregung zu einer Entgiftung auch sehr viele Fehler machen und letztendlich Depots verschieben. Man holt das aus dem Fettgewebe raus und wenn es nicht sofort gebunden wird, landet das weiß Gott wo, manchmal sogar auch im Hirn und dort wollen wir es ganz sicher nicht. Heute gehen wir ein bisschen mehr in die Tiefe. Ich möchte nämlich wirklich mal von wirklich einem Profi hören, wie man es denn wirklich macht und mit was für Mitteln wir arbeiten sollten, um das einfach professionell zu machen. Deshalb ist mein Freund aus Zypern heute wieder zugeschaltet. Ganz herzlich willkommen, lieber Heinz. Schön, dass du da bist. Ja. Danke vielmals. Ja. Vielen Dank, lieber Alexander, für die netten Worte. Ja, wir hatten letztes Mal über die Grundlagen gesprochen und die sind Voraussetzung dafür, dass wir die einzelnen Konzepte verstehen und bewerten, selbstständig bewerten können. Mhm. Wir können dann nämlich auf der Basis des Verständnisses unterschiedlicher Barrieresysteme, also Epithel- und Endothelsysteme wie Darm, Epithel und Blut-Hirn-Schranke, Endothel oder kontinuierliches Endothel, also sehr dichte Barriere, oder über Reaktionsräume im Kompartimentsysteme können wir schon sehr viel verstehen, wenn es dann um die Erläuterung der einzelnen Entgiftungskonzepte. Mhm. Da gehen wir jetzt gleich noch rein in die Entgiftungskonzepte, aber mir ist noch eine Frage aufgetaucht. Inwiefern gibt es heute schon die Kausalität zwischen Demenz, Alzheimer und Aluminium im Hirn? Ja, also ich würde jetzt nicht von einer Monokausalität Aluminium, Alzheimer im Hirn sprechen. Ich würde von einer Multikausalität sprechen, denn bei Alzheimer, das wissen wir, spielt mit Sicherheit auch der Zuckerkonsum und der Kohlenhydratkonsum eine Rolle. Mhm. Und die sogenannten AGEs, die sogenannten Advanced Glycogen End Products. Ja. Glycation End Products. Ja. Aber das würde jetzt zu weit führen. Wichtig ist jedoch, dass man eine Entgiftung des Gehirns, dass das eigentlich das Schwierigste in dem ganzen Geschäft ist, weil das Gehirn nicht nur nach außen versucht, Giftstoffe abzuwehren durch die Blut-Hirn-Schranke, deshalb auch kontinuierliches Endothel, also eine richtige Blockade, ein richtiges Blockadesystem, sondern eben auch bei dem Entgiften ein entsprechendes Problem darstellt. Aber vielleicht gehen wir mal auf ein paar grundlegende, basale Entgiftungskonzepte ein, wie ich sie sehe innerhalb der Naturmedizin oder der Naturheilkunde. Ja. Und ich fange da immer an mit dem Klassiker. Und der Klassiker ist einfach, ich habe es auch in der letzten Sendung schon erwähnt, ist einfach das Konzept von Dr. Dietrich Klinghardt, der damals neben der Biotransformationsphase 1 und 2, das heißt Lösen, Funktionalisierung und Konjugation und Wandlung in wasserlösliche Substanzen, noch die Phase 3, nämlich Erhöhung der Bindekapazität zur Ausschleusung über die entsprechenden Ausscheidungsorgane dazugefügt hat. Das ist eigentlich sein großer Verdienst und dazu gehört ihm schon ein kleiner Preis ans Revers geheftet, muss ich einfach so sagen. Ich bezeichne seine Bärlauch-Koriander-Chlorella-Entgiftungsmethode für veraltet, aber nach wie vor wegweisend. Und ich bezeichne sie manchmal auch mit Entgiftung mit Charme. Mhm. Und wir müssen uns eben, und jetzt können wir jetzt machen, weil wir ja was wissen bereits über die Kompartimentsysteme, über die Barrieresysteme, über die Reaktionsräume wie Darm, Zellzwischenraum, Zelle, Blut-Gehirn-Schranke, können wir schon etwas beurteilen, wenn wir die Produkte Bärlauch, gehört ja
in den Bereich der Lauchgewächse und liefert Thiolgruppen, also Schwefelgruppen. Ne? Der Teufel hat den Schwefel und der entgiftet natürlich. Das haben wir auch in Knoblauch. Bärlauch ist ja wilder Knoblauch. Das haben wir auch in anderen Lauchgemüsen. Und diese Thiolgruppen helfen natürlich zum Beispiel Schwermetalle zu binden. Das heißt, es ist ein wichtiger Baustein als Bindemittel für die Phase 3. Okay. Dann haben wir die zweite Substanz, die schon etwas kritischer zu beachten ist. Das ist nämlich Koriander. Koriander ist bekannt, Cilantro heißt es in Spanisch, aus der mexikanischen und der Thai-Küche. Die verwenden das in hohen Dosen für ihre Salate, für ihre Suppen, also als Beilage. Und Koriander hat nun ein paar Besonderheiten, die nicht ungefährlich sind. Koriander bindet nämlich keine Schwermetalle oder andere Toxine. Mhm. Koriander öffnet nur den Ionenkanal zwischen Zelle und Zellzwischenraum. Und das kann gut ausgehen, wenn das Ladungsgefälle, also das pH-Gefälle, in Ordnung ist. Das kann aber auch nach hinten losgehen, wenn der Mensch in der Vulgärsprache der Naturheilkunde übersäuert ist. Das heißt, nicht ausreichend Pufferkapazitäten, nicht ausreichend pH-Milieu saniert ist. Ich kann da eine tolle Story erzählen aus einer Patientengeschichte. Ich habe einen Patienten gehabt vor vielen Jahren, den hat man angekarrt aus Dänemark, der konnte kaum mehr laufen. Er war ein junger Mann, 33 Jahre, und hatte Krebs. Und den haben wir dann in die sanfte Entgiftung eingeleitet mit entsprechender Tumortherapie. Und ich weiß das noch sehr genau, denn ich habe ihn dann an eine Kollegin in München weitergegeben und eines Abends erhielt ich einen Anruf um 10 Uhr nachts und mit Hilfe rufen, ja, der hat einen Rückfall gehabt und eine schwerste Mobilisierungskrise, Entgiftungskrise. Und als ich dann nachgefragt habe, was er denn gegessen hätte, was er gegangen hat, hat sich herausgestellt, dass er einen Salat mit sehr viel Koriander gegessen hat. Aha. Aber noch nicht ausreichend im pH-Milieu im Zellzwischenraum gepuffert war. Mhm. Und dadurch hat es zu einer massiven Mobilisierungskrise geführt. Mhm. Ja, toll. Das konnten wir natürlich dann gleich wieder auffangen. Wir haben ja die entsprechenden Mittelchen dazu. Aber das war ein fast schon Paradebeispiel für das Problem, dass Koriander eben nicht bindet, sondern nur die Ionenkanäle öffnet. Und es dann eben aufgrund des Ladungsgefälle zu einem Bumerang kommt. Mhm. Nämlich die Schwermetalle werden in die Zelle geleitet. Mhm. Und das führt zu einer massiven Mobilisierungskrise. Mhm. Also das nur als Beispiel. Das heißt also, Koriander ist mit Vorsicht zu genießen. Und jetzt haben wir noch die dritte Komponente, Chlorella. Chlorella muss man zwei Arten unterscheiden, die Chlorella vulgaris und die Chlorella berinoidea. Nur letztere kommt in Frage, weil sie entsprechend die Substanz hat, die diese Giftstoffe zu binden mag. Das ist Sporopollenin. Und nur diese zweite Form der Chlorella ist geeignet für die Entgiftung. Die andere hört man aber auch viel, gell? Die Vulgaris ist nicht so gut geeignet. Nicht? Das wissen die kompetenteren Naturärzte und Heilpraktiker. Aber, und jetzt kommt eben der Punkt, der die Chlorella etwas problematischer macht. Und zwar einmal ist es wichtig zu wissen, dass jede im Körper giftaffine Substanz, also im Körper wirkende giftaffine Substanz, auch in der Natur giftaffin ist. Das heißt, sie ist per se schon einmal belastet. Mhm. Bevor ich sie überhaupt einnehme. Ja, verständlich, ja. Das ist der erste Punkt, der beachtet werden muss. Da haben
glücklicherweise findige Unternehmer eine Lösung dafür gefunden. Mhm. Sie züchten diese Chlorella in Glashäusern, in Glasröhren und schirmen sie damit ab von Giftstoffen aus der Umwelt. Ja. Das ist eine sehr kluge Strategie. Das Zweite, was bei Chlorella aber, sagen wir mal so, gehen wir nochmal auf die Vorteile ein. Vorteile Nummer zwei ist, sie haben Mineralien und Spurenelemente. Vorteil Nummer drei ist, Chlorella beinhaltet die organisch verfügbare Form von Vitamin B12, Methylcobalamin. Mhm. Also das alles sind Vorteile. Und jetzt kommen wir aber zu den Nachteilen von Chlorella, unabhängig von der Tatsache, dass wenn sie nicht in Glasröhren gezüchtet sind, sie selbst mit einer hohen Giftstofflast bereits kommen. Und diese Nachteile sind die massiven Eiweiße, die pflanzlichen Eiweiße, die sie beinhaltet. Und da wir, wenn wir mit Chlorella arbeiten, das meistens in hohen Dosierungen machen müssen, kann es und kommt es sehr häufig zu Blähungen mit Chlorella. Was das Ganze natürlich etwas kontraproduktiv macht, denn die Ausscheidung im Darm und Blähungen verhindern das ja, ist ganz entscheidend. Nicht? Es gibt ja ein schönes Sprichwort aus der chinesischen Medizin. Wenn du den Tiger aus dem Haus jagen möchtest, öffne Fenster und Türen, bevor du ihm auf den Schwanz trittst. Das heißt, die Ausscheidungswege Darm, Lunge, Niere müssen geöffnet werden. Mhm. Entsprechend mit Mittelchen zur Unterstützung, wie zum Beispiel Solidago für die Nieren, entsprechende Darm, Nux Vomica zum Beispiel für den Darm oder entsprechend Löwenzahn für die Leber. Also, zusammenfassend. Diese Entgiftung mit Charme, die Klinghardt damals entwickelt hat, hat bereits nicht nur das Lösen, das Wandeln in wasserlösliche Form, Biotransformation 1 und 2, sondern eben auch die 3, Bindung dieser freigesetzten Toxine im Darm und mit Chlorella-Algen berücksichtigt. Insofern ist das wohl eines der innovativsten Konzepte in den 80er Jahren gewesen, die man sich vorstellen kann. Mit all den Nachteilen, die ich jetzt gerade aufgezeigt habe und die man eben durch diese Glasalgen und meines Erachtens in der Kombination mit anderen Substanzen, sodass man den Darm nicht so sehr mit den Eiweißen aus der Chlorella-Alge belasten soll. So, das ist jetzt die eine Entgiftung mit Charme durch Klinghardt. Dann gibt es noch die zweite große Entgiftungsschiene, die ich Entgiftung als halbe Sache bezeichne. Das ist die Homöopathie und die Bioresonanz. Nicht, weil sie nicht wirkt, im Gegenteil. Weil sie wirkt, ist sie eine halbe Sache. Wir wissen ja, dass selbst Marschmusik den Puls erhöht. Bewegungsleistung zur Entgiftung führt. Aber hier haben wir ja wieder das Problem, das ich vorhin schon nannte und das Klinghardt sehr deutlich benannte. Es muss gebunden werden. Nämlich die Phase 3, die Bindemittel. Ja, logisch. Ja. Jetzt, wenn ich mit sinnvollen Bioresonanzmaßnahmen, mit sinnvollen homöopathischen Maßnahmen diese Entgiftung anrege, ohne dass ich die bindenden Substanzen dazu habe, na, ist auf Deutsch gesagt die Kacke am Dampfen. Ja, ja, klar. So. Das heißt, Bioresonanz, Homöopathie, fantastische Sache, aber sie müssen kombiniert werden mit entsprechenden Bindefaktoren. Was hältst du noch von Infusionsentgiftungen, wo man es aktiviert? Ja, da komme ich jetzt gleich drauf. In meinem Aufsatz habe ich diese sogenannten synthetischen Chelatoren als die gefährlichen bezeichnet. Ja? Die gefährlichen, weil sie eben bestimmte pharmakokinetische Eigenschaft haben, die extreme Nebenwirkungen zur Folge haben können
Und ich sage extrem, weil damals, als ich diesen Aufsatz auch schrieb, ich diesen Aufsatz vor dem Hintergrund des Eindrucks geschrieben habe, bezüglich eines Patienten, den ein Kollege von mir wirklich übelst zugerichtet hat. Nämlich über das Problem der Hypokalzämie, also der Kalziumerschöpfung durch eine Natrium-Kalzium-EDTA. Und ich habe damals sehr, sehr wütend darauf reagiert. Der Kollege von mir, der sich diese Entgiftung hat machen lassen, ist wirklich übelst wochenlang im Bett gelegen. Und deswegen habe ich begonnen, mich mit der Sache etwas näher zu befassen auf biochemischer Ebene und habe mir die pharmakokinetischen Eigenschaften dieser Stoffe sehr genau angesehen. Und wie gesagt, ich würde es heute nicht mehr so ablehnend formulieren wie damals, sondern eben altersweise positiv formulieren und fragen, wie können wir die positiven Eigenschaften dieser synthetischen Chelatoren, als da sind, ihre extreme Mobilisierungskraft. Das ist der wichtigste Vorteil synthetischer Chelatoren. Ihre Mobilisierungskraft. Wie kann ich gleichzeitig ihre durchaus vorhandene Bindekraft bei bestimmten Schwermetallen nutzen? Vor allem, was die Substanzen DMPS und DMSA anbetrifft. Ich bin kein Freund von EDTA. Ohne dass ich in die Falle der Nebenwirkungen laufe. Was sind die Gefahren dieser Substanzen? Die Gefahren dieser Substanzen liegen in ihren pharmakokinetischen Eigenschaften, nämlich dass sie vor allem binden unter starken alkalischen pH-Werten und vor allem ihre gefährliche Fracht loslassen unter niedrigen pH-Milieus. Und hier haben wir eins der größten Probleme, denn welcher chronisch kranke Patient hat im Nierengewebe, im Urogenitaltrakt nicht eine Übersäuerung. Mhm. Oder niedrige pH? Klar. Das heißt, hier besteht die akute Gefahr und die ist auch in der Literatur eben mannigfaltig beschrieben. Und dass man das damals nicht hat sehen wollen, das hat mich sehr geärgert. Mhm. Nämlich der Ausfällung dieser Toxine ins Nierengewebe und damit eine Nierenvergiftung. So, ich habe mich damals nicht beeindrucken lassen von dem Shitstorm, sondern bin hergegangen und habe gesagt, wie kann ich das Problem lösen? Nun, indem ich zu den pharmakokinetischen Eigenschaften der synthetischen Chelatoren, die eben unter niedrigem pH-Milieu gefährlich werden können, eine Substanz hinzugebe, die eine umgekehrte pharmakokinetische Eigenschaft hat, nämlich das Nierenparenchym zu alkalisieren. Das heißt, ich verhindere den niedrigen pH-Wert im Nierengewebe, im Urogenitaltrakt, durch eine Substanz, die gerade da alkalinisiert. Ich kombiniere also zwei Substanzen, die umgekehrt, reziprok, invers arbeiten, was ihre pharmakokinetischen Eigenschaften anbetrifft. Und dadurch habe ich die Kuh vom Eis. Ich glaube, das weiß auch fast niemand. Hä? Nein, das will auch keiner wissen. Ich höre immer, die Chelatausleitung ist so genial und brillant, aber es ist nicht zu Ende gedacht. Genau. Man muss zuerst das Milieu aus der Übersäuerung rausnehmen, damit das wirklich rausgeht. Richtig. Ich habe auf der einen Seite eine aufsteigende Bindekapazität im Periodensystem. Das heißt, ich habe einen enormen Mineralstoff- und Spurenelementeverlust. Den muss ich in Kauf nehmen, wenn ich mit den synthetischen Chelatoren arbeite. Das heißt aber auch, ich muss sie anschließend wieder auffüllen. Klar, ja. Das machen sie auch. Das habe ich jetzt schon so erlebt.
Das ist jetzt inzwischen schon gängigere Praxis. Mhm. Ja, das hat man erkannt. Jetzt habe ich aber, wie gesagt, eine Substanz mit den umgekehrten pharmakokinetischen Eigenschaften, die nicht aufsteigend, sondern absteigend mhm. im Periodensystem bindet. Das heißt, mineralstoffschonend ist. Das heißt, diese Substanz ist nicht nur reziprok invers, was das pH-Milieu und seine Reaktion anbetrifft. Es bindet auch noch sehr stark im sauren Milieu. Und wenn ich das, diese Substanzen kombiniere, dann habe ich einfach die Kuh vom Eis. Mhm. Ich habe damals auch mit meinem inzwischen in Rente befindlichen Apotheker ein entsprechendes Protokoll ausgearbeitet. Und jeder Therapeut, das kann kein Patient anwenden für sich, aber jeder Therapeut, der das möchte, ist willkommen, es bei mir abzufragen. Herrschaftswissen war gestern, Wissen für alle ist heute. Danke, ganz toll. Das heißt, wenn wir das jetzt so sehen, wir haben also die Entgiftung mit Scham von Klinghardt, wir haben die halben Sachen von Bioresonanz und wir haben die gefährlichen, gleichwohl über die Mobilisierungsrate natürlich auch vorteilhaften synthetischen Chelatoren. Jetzt haben wir aber darüber hinaus noch andere Substanzen, wie zum Beispiel darmaktive Substanzen wie Zeolit, Bentonit, Ketine, ganz besonders. Mit all ihren Vor- und Nachteilen und ihren Diskussionen, die geführt werden. Wir haben besonders von unserer Seite natürlich die Ketine, die darmaktiv sind, lipophil, also gerade die lipophilen Toxine gerne binden. Wir haben die Pektine, wie sie in Früchten, Zitrusfrüchten oder in Algen vorkommen, die sowohl hochmolekular zur Verfügung stehen, als auch niedermolekular, das heißt zell- und serumgängig. Sie sind dadurch ganz anders aufnahmefähig. Und wir haben, und das ist für mich das Wichtigste, mein Königsweg ist die Kombination dieser Substanzen. Ja? Die Kombination dieser Ausleitverfahren, sprich erstens Entlastung der entgiftenden Organe, ja. Darm, Leber, Nieren, ja. über die Verwendung eines einer Aminosäurenformel, MyAmino, ja. die eben auf der einen Seite eine optimale Proteinernährung ermöglicht, auf der anderen Seite keinen Stickstoff, keine Stickstoffabbaugifte und keine Glucose liefert. Das heißt, ich kann fasten, ohne zu fasten. Mhm. Ich entlaste komplett meine entgiftenden Organe von den Metaboliten des Proteinstoffwechsels. Mhm. Das ist schon mal die Grundlage. Entlastung bei gleichzeitiger maximaler Regenerationsfähigkeit über die Proteinversorgung. Das zweite ist Darmsanierung. Öffnung des Ausscheidungsweges. Ich sage, das ist die Tür. Mhm. Nicht? Die Fenster, Nieren, Haut, Leber. Mhm. Ich sage, Zuführung der Body Electricity. Also über Mikrostrom zum Beispiel. Erhöhung des kapazitativen Widerstandes der entsprechenden Barrieresysteme. Erhöhung und Normalisierung des Membranpotenzials. Bloß ein Beispiel. Das Membranpotenzial bei Krebszellen liegt um 80% unterhalb der von normalen Zellen. Mhm. Bioresonanz zur leichten, sanften Mobilisierung. Zuführung von Bindestoffen zur Bindung dieser Substanzen. Phase 3, Absicherung. Mhm. Das hört sich alles sehr professionell an über den Therapeuten, aber gibt es auch einen Weg für Präventivmaßnahmen für zu Hause, für uns gesunden Menschen? Ja, also ich empfehle einfach zweimal im Jahr 8 bis 10 Tage Fasten plus, also das ist die Phase 1 meiner Diät mit entsprechenden Zufuhr von Bindemitteln und Darm. Mhm.
darmgesunden Fasern, Faserstoffen, Hildegard von Bingen-Lösung oder so, und so weiter. Das wäre die Homeoffice-Variante. Homeoffice, ja, super. Gibt es dazu irgendwo eine Plattform, wo ich mich da ein bisschen schlau lesen kann, wie so eine Homeoffice-Variante aussieht für uns gesunden Menschen? Wir haben auf unserem Dr. Reinwald Vitalshop TV haben wir Hinweise zu den einzelnen Substanzen. Ich habe aber auch vor, eine eigene Homepage, eine Science Homepage, Science for Nutrition Homepage zu machen. Die ist fast fertig. Und da können die Leute dann die Konzepte auch runterladen. Was muss ich bei einer Diät beachten und so weiter. Haben wir ja schon angesprochen. Jede Diät mobilisiert Toxine. Geht gar nicht anders. Und wenn da die Ausscheidungswege nicht unterstützt, geöffnet oder was auch immer werden, dann habe ich auf kurz oder lang das Problem einer Rückvergiftung. Ja, klar. Und beste Beispiele einer solchen Rückvergiftung zum Beispiel sind Hämorrhoiden. Ja, großartig, wenn, ja, stimmt. Den, wieder also Deponie. Das, was die antiken Griechen als goldene Ader bezeichnen und die Schulmedizin verödet, dummerweise, damit ja nichts mehr raus kann von den Giften. Das sind alles Zeichen, dass der enterohepatische, also das heißt über den Darm, Pfortader, Leber, Rücklauf nicht mehr funktioniert und der Entgiftungskreislauf überlastet ist, sodass es zu einem Pfortaderstau kommt und entsprechend. Ich habe noch zwei Fragen. Du hast vorhin eine Homepage genannt. Kann man dort auch anrufen und sich beraten lassen? Ist das auch so eine Beratungshotline noch da? Nein. Damit man keine Fehler macht. Das dürfen wir nicht. Das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht beraten. Das muss ein Heilpraktiker oder Arzt machen. Und das ist ja auch in Ordnung so. Was wir leisten können, ist eine einfache Ernährungsberatung. Das ist durchaus möglich. Und wir haben auch kompetente. Also für die Homeoffice-Entgiftung zum Beispiel kann man sich da beraten lassen? Ja, Entgiftung auf jeden Fall nicht. Denn Entgiftung ist ja schon wieder ein Thema für die Therapie, aber die Unterstützung der körpereigenen Entgiftungssysteme. Das darf man so sagen. Darf man durchaus machen. Gut, sehr gut. Das andere ist noch, wäre es in dieser Sendung auch nochmals wichtig für unsere Zuschauer, diese Publikation von dir, Veröffentlichung auch nochmals darauf hinzuweisen, das nochmals zu lesen? Ja, also diese Veröffentlichung aus dem Jahr 2011, die werde ich auf jeden Fall dir zur Verfügung stellen und wird auch später dann auf meiner Homepage zum Downloaden, zum kostenlosen Download sein. Die kann jeder lesen. Sie ist nicht einfach für den Laien, aber wenn man sich durchquält, durchaus lohnend. Super. Also wir legen die auf www.qs24.tv, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Geben Sie dort einfach im Suchbegriff Dr. einfach Heinz Reinwald ein. Da kommen Sie auf eine Seite, wo Sie das dann als PDF herunterladen können und dieses zweiseitige Schreiben mal anschauen können, wie so eine professionelle Entgiftung dann wirklich aussehen darf. Lieber Heinz, du hast mich wieder überrascht. Wie immer, ich lerne jedes Mal von dir. Es ist eine Vorlesung. Und in dieser Vorlesung kann ich mir immer so ein kleines Stückchen rausziehen, das ich mir merken möchte. Und heute merke ich mir ganz klar, dass eine Gelatausleitung nicht einfach so gemacht werden sollte, sondern dass man vielleicht noch das ein oder andere, die Vorkehrungen treffen sollte, damit es nicht am falschen Ort ausleitet. Ja. Und wie gesagt, ich mache noch mal meinen Kollegen das Angebot, diese über Jahre ausgearbeitete Protokoll kostenlos zur Verfügung zu stellen. Super, da kann man dich einfach direkt anschreiben. Es sollte uns um den Patienten gehen und es sollte uns um eine Vermeidungsstrategie gehen. Ohne Zweifel. Super. Entgiften, 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 so hat der Pfarrer Kneipp schon gesagt, ist die wichtigste Therapie. Danke ganz herzlich, lieber Heinz. Sie finden natürlich die E-Mail-Adresse zu meinem Studiogast auch auf www.qs24.tv. Einfach im Suchbegriff Heinz Reinwald eingeben, da werden Sie auf eine Seite geführt, wo Sie auch die eine Mail-Adresse anklicken können und eben mit ihm direkt kommunizieren dürften. So, das war's für heute, lieber Heinz. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese tiefsinnige, breitseitige, wie immer von dir, die ganze Biochemie ist deine große Stärke. Stoßen wir an, mein Lieber. Ja, machen wir.
Feuer. Zum Wohl, liebe Heinz. Und Ihnen auch. Zum Wohl, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Machen Sie einfach Ihren Weg in Sachen Entgiftung. Sie haben es gehört. Entgiftung ist extrem wichtig heutzutage, einfach weil wir unglaublich viele Giftstoffe aus der Umwelt, aus den Lebensmitteln, aus dem Wasser immer wieder zu uns nehmen. Und somit sollten wir uns einfach auch mal mit diesem Vokabular Entgiftung auseinandersetzen und einfach das eine oder andere mal dazu betreiben. Aber eben nicht das Falsche, sondern einen Weg zu wählen, der einfach sich bewährt hat, der alle Eventualitäten berücksichtigt. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.